Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen, ich freue mich, dass ihr am Start seid. Ich hoffe, ihr hattet einen richtig geilen Donnerstag. Ich hoffe, ihr hattet eine geile Woche, einen geilen sonnigen Tag und das Ganze, ne, die meisten hassen ja die Sonne. Ich muss sagen, ja klar, Sonne, dies, das ist schon nervig, aber ich muss braun werden und ja, wahrscheinlich einige von euch auch und deswegen finde ich die Sonne gar nicht mal so schlimm. Klar, es ist warm und ne, dies, das. Gut, Patch Notes sind da und wenn schon nichts auf diesem Kanal kommt, dann wenigstens die Patch Notes. Patch Notes 9.15 sind ein paar interessante Dinge dabei, ein paar Sachen, wo ich denke, ja, miau. Fangen wir direkt mal an, würde ich sagen. Evelyn habe ich ja eine Zeit lang sehr, sehr viel gespielt. Ihre Q bekommt ja Cooldown Reduction, wenn ihr das auf Monster macht. Das waren bisher 60%. Jetzt wird das auf 50% reduziert. Im Prinzip denkt man ja erst, 10% ist gar nicht so viel. Wenn man jetzt aber berücksichtigt, dass Evelyn, gerade für so ein Golem-Camp, braucht man, glaube ich, wirklich schon so 5 Qs oder so. Das heißt, 5 mal 10% sind auch schon wieder 50%. Ist eine halbe Q. Na, das ist schon, ja, nicht ganz ohne. Klar, es gibt auch Camps, da braucht man nicht ganz so viel. Aber ich glaube, selbst für Vögel brauchst du mindestens 3 Qs. Ne? Das läppert sich. Evelyn ist nach wie vor sehr, sehr gut spielbar, aber etwas langsamer. Galio. Galio wurde ja im letzten Patch schon so ein bisschen gechanged. Dieses Patch sagt man sich, okay, hey, der Dude, ne, der ist aus Stein, der braucht mehr Power. Deswegen scaled jetzt seine Passive mit CDR. Das heißt, 5 Sekunden plus 40%. Wenn man das jetzt mal runterrechnet, dann kommt es irgendwas mit 2,8 oder sowas, keine Ahnung. Ihr könnt alle 2,8 Sekunden den Smash, der jetzt sogar 20 Damage mehr macht, auf den Gegner machen, wenn ihr mit 40% CDR rumrennt. Full CDR, Nashor's Tooth, Beyond Broken, Galio GG Build. Wahrscheinlich aber eher useless. Also, es ist nett. Außerdem, Justice Punch, seine E, sagt man sich, hey, ne, wenn du schon so einen krassen Skill hast, wenn der trifft, dann muss der auch Damage machen, 10 mehr Damage. Ist nett. Graves macht jetzt mit seiner E etwas mehr Rüstung pro Stack, ja, das heißt, er bekommt nicht nur 5, sondern 8, beziehungsweise später sogar 20, also plus 5 Rüstung pro Stack. Ich glaube, er kann so 4 oder 5 Stacks sogar aufbauen. Das ist schon ziemlich, wenn man das so hochrechnet, ne, sind so 20, 25 Rüstung, das tut auf jeden Fall weh. Ich möchte keine Meta, wo Graves wieder im Jungle ist, denn wir alle kennen das, ja. Ihr seid so dieser Nahkämpfer, dieser Rammus, dieser, keine Ahnung, Kane oder was ihr auch immer seid. Dieser Nahkämpfer eben. Und dann kommt dieser Typ mit seiner Flinte da an. Und ihr könnt nicht mal zum Taunty, weil er einfach ein Range-Dude ist. Also Range im Jungle ist immer richtig schon, ne? Aber, nun gut, so ist es halt eben. Er hat den Buff verdient, müssen wir sagen. Er hat eine Winrate von 49%, aber brauchen tue ich ihn nicht. Karma wird im Pro-Play sehr, sehr viel gespielt, sogar als AD-Carry, dies, das. Bonus-Shield wird jetzt wieder reduziert, das heißt, wenn sie ihre E empowert, nur die empowerte E, hat jetzt also quasi 20 weniger, Base-Wert und ein Scaling von 0,5 statt 0,6. Ich habe mir damals den teuren Karma-Skin gekauft, na, und dachte so, boah, jetzt werde ich Karma-Main. Bin zum Glück kein Karma-Main geworden, denn sie hat seitdem einen Nerf nach dem anderen bekommen, muss man einfach mal so sagen. Ja, ist schon richtig nervig. Kha'Zix. Kha'Zix macht jetzt mit seiner Q 10 mehr Damage. Holy shit, ich hätte mir kein T-Shirt anziehen sollen, das ist echt zu warm. Nackt, aber ich weiß nicht, darf ich nackt auf YouTube sein? Eigentlich schon, oder? Nur nicht auf Twitch, auf YouTube schon, oder? Ich weiß es nicht. Nur nicht ganz nackt halt, ne? Aber nur gut, 10 mehr Damage auf der Q tut auf jeden Fall gut, ne? Das tut auf jeden Fall Note. Kha'Zix ist sowieso, Leute. Leute fragen mich so, ne? Tobi, welcher Jungler spielt Kha'Zix? Kha'Zix ist immer gut. Manchmal ist er bisschen schlechter gut, manchmal ist er extrem gut, aber er ist immer gut. Ne? Er ist immer so und ihr könnt super hart carryen, ihr habt Potenzial, ihr habt Bock, ihr dürft nur nicht strawn. LeBlanc, ihre Kette macht jetzt mehr Schaden, allerdings nur die zweite Instanz, ja, das heißt 230, 50 mehr Damage, aber nur wenn ihr da Punkte reinböllert. Tut auf jeden Fall richtig Note, ordentlich weh, zum Glück nur die zweite Instanz. Ne? Ich meine, ich muss immer noch plädieren und vielleicht einen Appell senden. Findet ihr es fair, dass ihre E einfach einen Kilometer lang gehen kann und ihr sogar dabei noch geroutet werdet? Das finde ich manchmal echt ein bisschen. Bei Fiddlesticks, der Gegner läuft raus, zack, weg. Ne? Bei ihr einfach so eine chinesische Mauer am Kopf mit so einer Kette. Na gut. Lee Sin, meine Freunde, Lee Sin. Habt ihr gar nicht gesehen, wurde gar nicht gebufft. Lissandra, nein, also Lee Sin wurde gar nicht gebufft. Lissandra, also Lee Sin. Spielt kein Lee Sin. Lissandra. Bei Lissandra ist es jetzt so, dass sie mehr, sie hat ordentlich mehr HP auf Stufe 1. Das ist wirklich ordentlich, muss man sagen. Und bekommt etwas mehr dazu. Und Leute, 15 Flat-Prozentpunkte mehr Abyss-Gang auf der Ultimate. Sie fängt langsam an, ein
Champion zu werden tatsächlich. Ich glaube, ich werde sie danach mal wieder ausprobieren. Also ihre Scalings sind halt echt kacke gewesen. 60%, Bruder. Aber 75%, das ist echt okay. 75% lässt sich sehen. Ihre Q hat 70, ihre W hat, glaube ich, 50 oder so. Also da ist noch ausbaufähig. Aber ne, sie hat auch sehr viel CC, dies, das. Lee Sin. Lee Sin macht jetzt mit seiner Q 5 mehr Schaden. Und wenn ihr dem Gegner richtig low habt, dann sogar 10 mehr Damage mit dem Kick. Leute, spielt kein Lee Sin. Tut mir den Gefallen, tut euch den Gefallen, tut eurer Elo den Gefallen, tut eurem Umfeld, euren Freunden, euren Verwandten und wen ihr alles noch kennt, den Gefallen und spielt kein Lee Sin. Den einzigen Gefallen, den ihr tut, ist den Gegnern, indem ihr ihnen Free Elo-Punkte gibt. Spielt kein Lee Sin. Spielt kein Lee Sin. Spielt kein Lee Sin. Gut. Lissandra, nein, Quatsch, Lucian. Lucian macht jetzt etwas mehr Damage im Late Game, beziehungsweise hat er mehr Schüsse mit der Ultimate. Man sagt, hey, Lucian ist zu schwach im Late Game. Na? Und jetzt eine Frage an euch. Lucian ist ein Early Game Champ. Im Early super stark und droppen im Late. Ähnlich wie Draven. Nee, Tobi, Draven ist im Late voll gut. Lucian, bleiben wir bei Lucian. Findet ihr es besser, einen Champion darin zu stärken, was er kann? Oder lieber darin zu stärken, was er nicht kann? Ja, das heißt, jetzt stärkt man ihn da, was er nicht kann. Er ist nicht so gut im Late Game und macht ihn jetzt ein bisschen besser. Er wird dadurch jetzt nicht komplett ausrasten und so, aber er ist ein bisschen stärker im Late Game. Oder hätte man lieber sagen müssen, hey, Lucian, wenn ich Lucian pick, dann will ich gar nicht ins Late Game, dann will ich Early Game. Ne? Bam, bam. Klar, du kannst nicht immer verhindern, ins Late Game zu kommen, aber ich glaube, ich bin eher ein Freund davon zu sagen, hey, mach ihn im Early Game besser. Das ist, was er ist. Aber, nun gut. Könnt ihr ja gerne mal schreiben, wie ihr das seht. Ne? Zum Beispiel bei Darius, sollte man ihn lieber, wenn man ihn mal angeht zum Beispiel, sollte man lieber machen, dass er mehr Damage macht, dies, das. Oder, sollte, falls wir ihn buffen wollten, meinungsmäßig, oder sollte man machen, dass er zum Beispiel Movement Speed kriegt durch seine Q und schnell wegkommt, weil das ist ja seine Schwachstelle, ne? Bei ihm wird bisher auch immer nur der Damage angegangen. Seine größte Schwachstelle ist, dass er gankbar ist. Manchmal. Manchmal macht er auch ein Double Kill. Na gut, lassen wir das. Malphite wurde letzten Patch gebufft, irgendwie, also nicht so richtig, da hat man gemerkt, hey, das war irgendwie gar nicht so und deswegen, ja, seine Q slowt jetzt mehr, beziehungsweise ergo, ja, ich benutze krasse Wörter, ergo, macht er sich auch selber schneller und sein Cleave ist jetzt etwas stärker. Poppy läuft etwas schneller, Qiyana, meine Freunde, Qiyana ist auch ein interessantes Ding. Qiyana ist nämlich so, für die Aram-Lords unter euch, sie kann jetzt, wenn sie so ein Health-Pack-Ding dran nimmt, dann kann sie auch Wasser bekommen, was ziemlich gut ist, weil... Ganz ehrlich, das ist ziemlich gut. Außerdem ist ihre E jetzt flashbar, so wie bei Fizz. Das heißt, wenn sie zu euch dasht und ihr das flasht, dann bekommt ihr keinen Damage. Nerf also. Und ihre Ultimate würde ich auch als Nerf bezeichnen. Das heißt, sie hat 20 mehr Sekunden im Early Game, 20 aber weniger im Late Game. Ihr könnt ja sagen, findet ihr, das ist ein Buff oder ein Nerf? Ich persönlich finde, das ist ein Nerf. Na, jetzt das Video anhalten und sagen, Tobi, das ist ein Buff. Tobi, das ist ein Nerf. Im Prinzip, Qiyana ist ein Assassin. Sie will... so viel Impact haben wie möglich im Early Game. Sie will den Midlaner so oft wie möglich töten oder Jungler oder was weiß ich. Und dafür brauchst du viele Ults. 20 Sekunden ist schon viel. Und im Late Game hast du deine Ult meistens eh immer ready. Dann hast du noch CDR, dies, das. Dann wird aus 100 Sekunden ganz schnell 60, 70 Sekunden, ne? Also ich hätte gesagt, das ist ein Nerf. Und deswegen frage ich mich, findet ihr Qiyana zu stark? Ich habe letztens gegen eine Qiyana gespielt und die hat echt ordentlich reingeböllert, aber ich habe noch nie eine Qiyana als Gegner oder im Team gehabt, wo ich denke mir, Bruder, Broken Champ oder so. Also, irgendwie höre ich hier ja voll stark und hier voll scheiße. Ich weiß nicht, sie hat eine Winrate von 48% oder so, knapp 49. Keine Ahnung, was mit dem Champion ist. Ne? I don't know. Auch hier könnt ihr jetzt gerne das Video anhalten und sagen, hey, Tobi, Qiyana ist voll Knorke. Rumble. Rumble, Schild ist jetzt etwas schwächer. Das heißt, dass es etwas schwächer ist. Ja. Sorakas Q ist jetzt etwas stärker, was bedeutet, dass es stärker ist. Es macht mehr Schaden. Ne? Das heißt, hier hat man wieder mehr Bock, da Punkte rein zu investieren, auf jeden Fall. Swain wurde ja im letzten Patch ein bisschen geändert. Ist jetzt dies, das nicht mehr so abhängig von seinen Stacks. Seine Winrate ist allerdings immer noch ziemlich kacke. Seine Q hat jetzt deutlich mehr Range. 100 sogar. Es waren ursprünglich 675. Jetzt sind 725. Das könnte echt locker, lecker, locker sein. Also, Champions to Test. Ich muss Lissandra spielen, ich muss mal Swain spielen. Syndra macht jetzt im Late Game pro Kugel 10 mehr Damage. Ist nett. Kann man sagen, ist nett. Vayne. Vayne sagt man sich, hey, ihre E ist der Spell, der ihren Skill expressed, impressed, outpressed. Ne? Wenn du sagst, hey, ne? Skill, Vayne, E. Ne? Und
Das Ding macht jetzt quasi 50% mehr Damage, wenn ihr an der Wand geballert seid. Und die Gegner bekommen jetzt sofort Damage, wenn sie diesen Bolzen ins Gesicht bekommen und nicht erst, wenn sie am Ende des Condemns, ja. Sonst hast du erst den Damage bekommen, nachdem du nach hinten geschoben wurdest. Xerif, beziehungsweise der Sheriff, so wie ich ihn auch nenne, hat jetzt eine Range von 5000, direkt auf Stufe 1 von seiner Ultimate. Das ist ein klarer Buff. Denn, ja, klar, du hast jetzt 600 weniger, aber ob 500 oder... Also diese 600, ganz ehrlich, das ist doch egal. Aber Hauptsache, du kannst im Early Game schon übelst reinböllern. Also absoluter Xerath-Buff, meiner Meinung nach. Gerade im Early Game, holy shit. Und der Rest ist Bugfixes. Ja, ihr könnt mir gerne sagen, ob hier was dabei ist. War jetzt ein relativ kurzer... Also es waren viele Sachen, aber nicht so heftige, wo man denkt, boom. Ne? Waren viele kleine Sachen, viele nette Sachen. Ja, übrigens, ich weiß, dass heute nicht Donnerstag ist, sondern Dienstag, aber mal gucken, wie viele Leute schreiben, Tobi, heute ist kein Donnerstag, ist bestimmt lustig und der ein oder andere denkt sich so, hä, was für Donnerstag, scheiße, Alter, scheiße, oder, nee, ey, geil, morgen Wochenende, aber jetzt merkt ihr ja, scheiße, doch nicht morgen Wochenende, na gut, ich wünsche euch was, ich wünsche euch einen schönen Abend, auf Wiedersehen und tschüss, miau, miau.